Klaus Biedermann, Sie sind Historiker und haben die Jubiläumsausstellung zu 150 Jahren Liechtensteiner Landtag, wo am 27. Juni 2012 eröffnet wird, entscheidend mitgestaltet. In ganz kurzen Worten, was für eine Ausstellung ist das? Die Ausstellung zeigt die Geschichte vom Landtag, aber auch die verschiedenen Etappen, also besondere Ereignisse, aber auch die einzelnen Gebäude, die der Landtag getagt hat. Es ist ja ganz interessant, dass der Landtag schon mal ein eigenes Gebäude hatte. Das wird oft vergessen. Und zwar ist es das Haus zwischen dem Engländerbau und dem Landesmuseum drin, das es heute nicht mehr gibt. Das war dann später die Realschule drin. Und erst im Jahr 2008 hat dann der Landtag wieder ein eigenes Gebäude bekommen. Insgesamt werden 15 Bilder gezeigt. Wenn Sie uns vielleicht ganz kurz auf zwei, drei von den spannendsten Bilder eingehen könnten. Also ganz spannend finde ich zum Beispiel das Foto, wo man im Hintergrund die Pfarrkirche sieht. Und das ist ja dann der Bauplatz für spätere Regierungsgebäude. Und man muss wissen, der Landtag hat sehr lang, von 1905 bis 2008, offiziell im Regierungsgebäude getagt. Sehr ein interessantes Foto ist auch noch das von 1931, wo das Fürstenpaar den Landtag besucht hat. Das ist eine Aussenaufnahme vor dem Schädlerhaus, also auch vor der Kirche im Prinzip zu verrotzen, und links wäre noch die Musikschule die später. Und da ist auch noch der Regierungschef drauf und der Landtagspräsident. Und was mir auch ganz ein schönes Bild dunkt, ist das Foto vom Jahr 2005 mit den Frauen, die man in den Landtag gewählt hat, weil bei diesen Wahlen hat sich damals der Frauenanteil gerade verdoppelt, von 3 auf 6. Anhand von welchen Kriterien haben Sie die Bilder ausgewählt? Was ist Ihnen da dabei wichtig gewesen? Also, wenn ich schon gesehen habe, die einzelnen Standorte hat man irgendwie dokumentieren wollen mit einem Bild. Aber eben auch besondere Anlässe, Ereignisse, Reformen. Zum Beispiel hat man im Jahr 1986 die erste Frau im Landtag gewählt. 1993 ist es das erste Mal eine Geschichte vom Landtag an einer neuen Partei gelungen, in den Landtag einzuziehen, der Freien Liste. Und es geht eigentlich bis heute auf. Also, wir haben jetzt hier auch noch ein Gruppenfoto vom neuen Landtag, das seit 2009 im Amt ist, mit allen Stellvertretern auch. Und ja, so bleiben wir eigentlich auch aktuell. Und ganz zum Schluss, in ganz kurzen Wort: Warum lohnt es sich für Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner, an die Ausstellung zu gehen? Alle Leute, die bei uns wahlberechtigt sind, haben da ganz spannende Infos über, wie eben unser Parlament funktioniert. Und weil ja die nächsten Landtagswahlen schon bald wieder anstehen, ist es wichtig, sich da zu informieren.